Ich finde Gothic tot langweilig. Ich kann mit The Elder Scrolls nichts anfangen. Resident Evil 4 finde ich blöd. Alle anderen Teile auch. Metroid Prime hat mich nur gelangweilt. Bisher konnte ich mit noch keinem Daedalic Adventure etwas anfangen. Inzwischen stelle ich einige Spiele von Anfang an auf leicht. Ich finde, dass Darksiders das bessere Zelda ist. Darksiders 2 ist trotzdem doof. Ich habe 80 Stunden lang Samurai Warriors 2 gespielt. Ich mag Uwe Boll. Ich mag David Cage nicht. Ich finde die Story von Heavy Rain lächerlich. Die Story von Metal Gear Solid dagegen ergibt für mich total Sinn. Super Mario Galaxy fand ich nicht so toll. Ich finde Bethesdas Spiele total langweilig. Ich habe alle Collectibles in allen Assassin's Creed Spielen gesammelt. Ich habe einen Gamerscore von über 130.000. Skyrim ödet mich schon nach kürzester Zeit total an. Bei Adventure-Spielen benutze ich fast jedes Mal eine Komplettlösung. GTA 4 habe ich nie durchgespielt. GTA 3 auch nicht. Die Wii ist des Teufels. Bei Duke Nukem 3D musste ich wiederholt den Ton ausstellen, weil die Geräusche zu gruselig waren. Ich finde Half-Life 1 völlig überschätzt. Fallout 3 ist ein zutiefst mittelmäßiges Spiel. In Gothic 1 und 2 habe ich gescheatet. Ich habe mir mal ein Spiel von einem Freund ausgeliehen. Das habe ich ihm bis heute nicht zurückgegeben.